Okay. Genau, besser steuern durch bessere Daten. Also der englische Titel war einfach wegen der englischen Anmeldeseite. Ich war da ein bisschen irritiert, wusste nicht genau, welche Sprache und habe das auf Englisch eingegeben. Aber werde es auf Deutsch halten. Ja, genau. Also es geht, wie ich sagte, um einen Erfahrungsbericht, auch persönlichen Erfahrungsbericht. Ich selbst bin BI-Berater und Analyst, also für ein mittelständisches Softwareunternehmen, bin aber eben eigentlich wie so ein All-in-One-Consultant, also alles, was mit Power BI so zu tun hat, Aufbau von Berichten eben von dem Abziehen der Daten über Modellierung bis hin zur Visualisierung ist eben alles so eins für mich. Also ich mache alles und habe Kunden, die eher eben klein bis mittelständisch sind. Also die das Ganze eben nicht als Riesenprojekt betrachten, sondern ja eben kleine Schritte. Wichtig auch, bei jedem Schritt muss Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ja, genau, so viel dazu. Ansonsten könnt ihr auch alles nachlesen. Also jetzt so eine ganz große Erzählung über die Firma, ja, weiß ich nicht, könnt ihr ja nachlesen. Und wer Fragen hat, meldet euch auf diversen Kanälen. Die seht ihr ja da unten. Genau, aber an sich geht es heute einfach, wie ich schon angekündigt habe, um eine Geschichte und die Motivation dahinter lässt sich eigentlich hier zusammenfassen. Also es ist immer toll, auf diesen Konferenzen, so wie heute, über so ganz globale, große Themen zu reden, mit KI und Big Data. Also sind ja auch Sachen zum Anfassen. Und auch wer jetzt bei dem Vortrag eben dabei war, der auch gesehen, wie schnell man doch heutzutage KI nutzen kann. Aber in der Realität begegne ich halt doch anderen Sachen. Also, dass immer noch viel so hin und her in Excel manuell hin und her geschaufelt wird, bearbeitet wird, dass die Suche dann auf irgendwelchen Laufwerken stattfindet, dass dann immer noch viel Papier im Umlauf ist. Und ja, sind so Themen, wo ich dann denke, ja, eigentlich sind wir doch dafür da, das Ganze zu optimieren. Und ja, wie es einmal geklappt hat, das zeige ich jetzt dann unserer Firma. Und zwar, ja, Hintergrund ist ein Thema, was wir alle kennen und lieben, die Arbeitszeiterfassung. Und das ist jetzt wirklich ein Erlebnisbericht jetzt aus der Scovisio AG selbst, also wo ich angestellt bin, und zwar aus dem Bereich des Consultings. Und ich war selber nie ein Freund von strenger Zeiterfassung, weil das ist einfach Bürokratie, das ist langweilig, es ist keine mehrwertschöpfende Arbeit. Und als ich angefangen hatte bei der Scovisio, so vor 3,5 Jahren, da sah mein Kalender ungefähr so aus. Also sehr viele leere Tage, weil ich habe einfach nur das Nötigste dokumentiert und wir haben schon immer Vertrauen, Arbeitszeit und mobiles Arbeiten und das, ja, einfach überflüssige, lästige Sache mit der Dokumentation. Dennoch, wenn man sich jetzt hier 3 Jahre davon in die Zukunft das anschaut, dann sehen wir, der Kalender hat sich ein wenig verändert. Also hier anonymisierte Einträge, deswegen die Kleckse. Aber wie habe ich es geschafft, mich auch selber, auch als Gegner der Zeiterfassung, mich so zu motivieren, dass so genau Zeiten zu dokumentieren? Und was war eigentlich der Grund dafür? Und was hat das Ganze überhaupt mit Power BI zu tun? Das sollen heute die Themen sein. Und tatsächlich waren das mehrere Schritte auf dem Weg dahin. Also wir waren als Consulting-Abteilung, also sind wir sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Also auch als ich dazu kam und danach auch. Also man muss sich das so vorstellen,
Am Anfang war das Consulting so ein bisschen Anhängsel vom Produktmanagement. Man war intern noch sehr stark vernetzt. Insgesamt gab es auch nicht so viele Mitarbeiter bei der Scopvisio und irgendwie wusste jeder, was die gemeinsamen Aufgaben sind. Man hat schnell auf dem kleinen Dienstweg Sachen erledigt. Es hat einfach funktioniert. Das war okay. Nur dann mit dem Wachstum. Man hat natürlich Personal aufgebaut und irgendwann ist auch die Beratung, die davor auch, wie gesagt, immer so ein bisschen nebenbei ablief. Da war auch nicht das Hauptziel, Geld zu verdienen. Das Hauptziel war eher, gute Projekte zu machen, die Software an die Leute zu bringen. Aber mit der Zeit musste man sich eben doch professionalisieren und irgendwann sind wir so auch in den Fokus vom Controlling gekommen. Und dann hieß es ja, die Beratung verdient eigentlich nicht wirklich so viel Geld. Wie kann das sein bei den Personalkosten? Dann hat man sich das so angeschaut. Ja, pro Person wird nicht so gut verdient und auch die Auslastung, zumindest von dem, was sichtbar war für Ebenen darüber, war schlecht. Gleichzeitig war aber auch erkennbar, es gibt Aufträge. Es gibt einen offenen Auftragsbestand, also Projekte, die nicht fertig geworden sind, aus welchen Gründen auch immer. Also man kann da nicht sagen, dass der Vertrieb irgendwie schlecht gearbeitet hat, man deshalb wenig zu tun hatte. Man hatte eben viel zu tun, aber trotzdem war die Auslastung fakturierbare Zeiten einfach nicht gut. Und das ist eine Mischung, die schlecht ist. Ja, was gab es dann für Reaktionen? Also, ich nenne das jetzt Nichtlösungen, weil da kamen dann spontane Reflexe hoch, wo dann gesagt wurde, jetzt muss noch viel mehr kontrolliert werden von Führungskräften. Was tun die Leute da eigentlich? Ist ja gar nicht produktiv. Das war natürlich weder realistisch noch irgendwo leistbar. Also war so ein bisschen Aktionismus nach ein paar Wochen wieder eingeschlafen. Diskussionen waren immer so ohne echte Datengrundlage geführt, weil dann hieß das, ja, wieso hast du hier nur als Consultant nur 50 oder 70 fakturierbare Tage im Jahr? Man sollte doch deutlich mehr haben. Was tust du eigentlich den Rest der Zeit? Und dann natürlich gab es immer Sonderprojekte und wie gesagt, man hat auch viel für andere Abteilungen gemacht. Aber das waren dann immer so Bauchgefühldiskussionen, die auch zu sehr viel Frust geführt haben. Weil wenn man jetzt als Mitarbeiter ohnehin Überstunden macht, 1000 Zusatzprojekte und dann kriegt man noch so Sachen gesagt wie, ja, du arbeitest eigentlich zu wenig und ihr in der Beratung, lasst es euch gut gehen. Und das Problem ja daran, wenn man keine fundierten, objektiven Daten hat, über die man redet, dann kommt oft sowas dann. Also was hat jetzt dieser Hippo hier zu tun mit Zeiterfassung? Recht viel, denn wenn man diskutiert, entscheidet dann immer der Hippo. Also wenn der Vorstand sagt, das war nicht produktiv genug, dann man hat keine Zahlen, um irgendwie selber die Kontrolle zu behalten, dann entscheidet immer der Hippo und der Hippo sagt, schlecht, muss man mehr arbeiten, ohne konkrete Maßnahmen schon wieder. Also eine Lösung ist das ja trotzdem nicht. Ja, wie haben wir es dennoch geschafft, das irgendwie in die richtigen Bahnen zu bekommen? Ja, durch Transparenz der Daten, indem Analysen zielführend waren und indem man das ganze Thema Zeiterfassung und Analyse eben nicht als Kontrollwerkzeug versteht, sondern als Steuerungswerkzeug für einen selbst. Denn auch meine eigene Erfahrung war, wenn ich so an eine Woche immer zurückgedacht habe, gesehen habe, okay, ich habe jetzt 2 Tage was für Kunden gemacht. Und dann fühlt man sich aber so
was habe ich eigentlich den Rest der Zeit gemacht? Und wenn es nicht so wertschöpfend war, war ich dann auch natürlich selber auch nicht so zufrieden mit der Woche. Deswegen ist natürlich schöner, wenn man so alles im Blick hat, sich selber besser steuern kann. Und darum geht es ja, Steuerung, nicht Kontrolle. Und deswegen, wie haben wir es aufgebaut? Natürlich mit Power BI. Und ja, das waren die Phasen. Jetzt zeige ich natürlich alles gleich noch in Power BI direkt, wie wir da was umgesetzt haben. Aber die Geschichte dazu war eben, dass wir, um diese Umorganisation zu machen, mussten wir natürlich schrittweise vorgehen. Also als erstes, es mussten Zeiten erfasst werden. Das war ungewohnt, das war lästig. Der Mehrwert ist für jeden natürlich schon irgendwo erklärbar. Denn wenn man dann die Möglichkeit hat, fundiert mit Daten zu diskutieren und eben nicht einfach den spontanen Hipporeaktionen ausgesetzt ist, dann ist das schon mal was wert. Aber das macht man natürlich auch nicht täglich, und bis sich da der Mehrwert einstellt, dauert es ein bisschen. Deswegen musste man am Anfang schon irgendwo noch andere Quick-Wins generieren. Und deswegen haben wir zuerst die Zeiten pro Projekt visualisiert, dann auch die nicht fakturierbaren Zeiten, und dann haben wir den Bericht ergänzt um weitere Daten. Aber bevor ich das so abstrakt hier durchdiskutiere, gehe ich lieber gleich in die Software und dann erkläre ich das einfach anhand von dem gelebten Projekt. Also ich öffne das mal im Power BI Desktop, weil dann können wir auch in die Measures mal reinschauen. Genau, aber was wir hier, wo habe ich das? Ja, genau. Dieser gute Meeting war mir kurz im Weg. So, genau. Also was sehen wir hier? Das ist eigentlich noch eine sehr unspektakuläre Auswertung. Also natürlich anonymisiert. Also klar, Zahlen sind auch nicht echt, aber das ist der Bericht in der Form. Den haben wir so genutzt. Den nutzen wir auch immer noch. Natürlich ein bisschen aufgehübscht und noch mit weiteren Funktionen versehen. Also ihr seht, die anonymisierte Demo ist hier von 2019. Aber die wesentlichen Kernaussagen sind da. Also was sehen wir hier? Wir sehen Mitarbeiter und wir sehen, was hat man so im Monat auf Projekten gearbeitet. Also auf natürlich Kundenprojekten, die wir hier haben. Also, und was war jetzt so der Quick-Win dabei? Denn wenn ich mir das so vorstelle, ja, das hätte man jetzt in Excel auch gekonnt, weil irgendwo sind die Zeiten ja erfasst. Und das stimmt. Also so wurde es vorher teils auch gemacht. Also wenn wir so eine Zeiterfassung, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, die haben wir bei uns im eigenen System und könnten sie jederzeit nach Excel ziehen. Aber das wollen wir nicht machen, weil Excel ohne Power Query und ohne Datenquellenanbindung ist natürlich immer eine Momentaufnahme. Dann hat jeder irgendwie seine eigene Version, ist Unsinn. Natürlich ginge auch Excel mit Power Query, aber auch da wieder Dateiwirrwarr, Verteilung. Deswegen lieber gleich professionell mit Power BI. Tatsächlich hat sich dann auch die Web-Oberfläche so als Mehrwert gezeigt, weil es einfach leicht zu bedienen war und man konnte keine Fehler machen. Genau, was war aber jetzt inhaltlich der Mehrwert? Ganz einfach, wenn ich Projektleiter bin, zum Beispiel vom Projekt Mittelerde, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, ganz schnell mir mit einem Klick anzugucken, zum Beispiel für März, wen muss ich alles abrechnen? Klingt trivial und natürlich hätten wir es auch im System vorher herausgefunden. Nur da müsste man sich eine Liste angucken, diese filtern, dann auch nicht vergessen, irgendwie die
alle Benutzer mit reinzunehmen. Es geht, ist aber nicht so schön wie im BI. Und hier sehe ich so wirklich ganz, ganz schnell, wer hat was auf welchem Projekt gemacht. Also eigentlich wirklich eine triviale Sache, aber dadurch, dass wir die Daten auf einen Blick haben mit dem Kreuzfilter, da waren Leute, die Projekte machen, schon überzeugt und okay, ich muss jetzt zwar Zeiten erfassen, aber das waren ja im ersten Schritt auch nur die fakturierbaren. Und man sieht aber sofort, okay, da stehe ich mit dem Projekt. Also da war die Akzeptanz dann schon da. Und hier unten links sehen wir es einfach nur im Detailbereich. Also wenn ich jetzt ganz genau sehen will, das hat der Bruce hier im April gemacht, dann sehe ich das hier. Das anonymisiert natürlich nicht so spannend, was da drin steht, aber ja, kann man jede Zahl verifizieren, ohne diesen Bildschirm zu verlassen. Tolle Sache, war aber natürlich nur der erste Schritt. Oh, habe ich versehentlich Q&A hier? Nee, weg damit. So, genau dann, im nächsten Schritt, weil das ist ja nur ein Einsteiger, das war ein schneller Mehrwert, um die Akzeptanz bei den Leuten zu haben. Aber wir haben ja noch nicht das Ziel erreicht, dann auch die nicht fakturierbaren Zeiten auch zu visualisieren. Weil so sieht man zwar, ja, ich habe hier ganz gut was gemacht, aber hier der Bruce sehr wenig. Was hat er denn sonst? Also dieses Bauchgefühl bleibt ja trotzdem. Deswegen kam dann der nächste Schritt. Da haben wir zusätzlich zu den Projekten dann auch weitere Tätigkeiten definiert, die Leute eben oft machen. Und das waren hier zum Beispiel Videoproduktion von Tutorials, eigene Weiterbildung, Vertrieb. Was haben wir dafür gemacht? Wir haben interne Projekte angelegt, auf die man bucht. Eigentlich also für viele, die schon lange Zeiterfassung machen, ist das trivial. Aber für uns eben als eher dynamisch gewachsene Organisation war das alles sehr neu und erklärungsbedürftig. Aber dadurch, dass wir eben dank Power BI, eben weil es sehr agil war, den Bericht zu erstellen, dann auch sofort das Ergebnis gesehen haben, war dann natürlich auch schon so die Akzeptanz gleich da, weil man sieht es sehr schnell greifbar, was man da macht. Und jetzt verfälscht hier der Mai natürlich das Ergebnis, weil der nicht voll mit einfließt. Ich mache den mal weg. Und dann, was ist jetzt hier schon das Finding? Also insgesamt wurden Überstunden gemacht im Team. Also die schnelle Behauptung, da wird irgendwie nicht genug gearbeitet, die Leute hängen im Homeoffice rum, stimmt einfach nicht. Also wenn da zu wenig Fakturierbares passiert, und das ist ein Fakt, reicht ja hier einfach das anzuschauen, dass Beratung längst nicht so viel ist wie geplant, dann muss man eben schauen, wo ist die Zeit eingeflossen. Und das sehen wir ja hier auch schnell. Also da wurde viel Vertrieb unterstützt von den Beratern und teilweise eben ganz extrem. Und das muss man sich dann im Detail angucken. Zum Glück bietet der Power BI ja auch die Möglichkeit dafür. Aber hier erstmal wichtig, fundierte Diskussion schon jetzt, schon auf der Aggregierungsebene, weil ich mir eben auch für mich selber angucken kann, was habe ich denn so gemacht? Und das ist nur Disziplin der Erfassung. Ein ganz guter Mehrwert nebenbei war dann auch, dass man die Planung wirklich schriftlich machen musste. Denn das ist auch eine Datenquelle. Das war bei uns eine Excel-Datei, die ich mir hier mit reinziehe. Natürlich auch aus dem Web. Und allein schon, dass man noch 100% hat und dann drüber reden musste, was tut man denn so? Also schon da hat man noch ein nebenbei, einfach so eine Art von Professionalisierung, die ich vorher so gar nicht primär im Blick hatte. Weil ich wollte eigentlich nur Ist-Zeiten transparent machen, aber ein super Nebeneffekt.
Aber auch das, man sich das mal vorstellt, was steckt da eigentlich dahinter? Es war eigentlich nur zu der Zeit, ist ja schon 3 Jahre her, dass das so gemacht wurde, war das eine große Tabelle in Power Query, die wo letztendlich alles drauf gemappt ist. Also sieht heute dann mit den anderen Tabellen drumherum etwas anders aus, aber ignoriert einfach diese Meldung mal. Aber da in dieser Phase war es einfach nur diese eine große Tabelle von Zeiteinträgen und da wurden Tätigkeiten gemappt anhand von Projekten. Einfach durch berechnete Spalten, bedingte Spalten. Also relativ einfach gebaut. Musste auch schnell gehen. Also das war kein echtes Datenmodell in der Phase, sondern im Grunde immer noch eine große Tabelle. Aber der Output war schon mal da und damit war der zweite Schritt getan, also in Richtung Vollzeiterfassung. Dann gab es hier noch eine zusätzliche, ganz nette Seite, wo es einfach darum ging, nochmal auch die Details zu sehen. Das war einfach gewünscht. Und wenn ich jetzt hier sehe, also wer hat besonders viel hier nicht fakturierbar gemacht und dann, aha, hier 2000%, dann kann ich mich hier einfach in die Tiefe reinwühlen und sehe, okay, also der Lagerter hat hier 20 Tage Produktmanagement gemacht in 4 Monaten. Also ja, muss man schon überlegen, ob der Aufgabenzuschnitt jetzt von der Abteilung so passt. Oder ist es halt nicht nur Beratungstätigkeit? Leute werden anders eingesetzt. Das ist ja auch okay. Bringt ja die Firma weiter. Aber man muss es natürlich dann berücksichtigen. Aber es ist nicht mehr so, dass irgendwelche Sachen so nebenbei gemacht werden und man dann aber kritisiert wird, weil die Kernaufgaben nicht so im Fokus stehen hier mit 40%. Und so war einfach hier die Fundiertheit da. Man hat nicht mehr darüber diskutiert, warum man gerade zwei unterschiedliche Excel-Listen hat und warum bei dem einen die Zeiten anders aussehen als beim anderen, sondern eine zentrale Grundlage. Man redet dann nur noch inhaltlich und nicht über die Auswertung an sich. Genau. Sorry. Gut. Und dann kam aber jetzt der nächste Schritt Richtung Datenmodell. Das ist hier die Phase 3. War das denn die Phase 2, haben wir gesehen. Da wurde auch mal Power Query genutzt. Also jetzt wird das, glaube ich, auch ein bisschen nachvollziehbar. Reine Visualisierung, Phase 1, dann eben Power Query in Phase 2 und dann kamen eben weitere Begehrlichkeiten und zwar auch völlig logisch. Wenn ich jetzt Projektleiter bin und sehe mein Projekt, dann ist es für mich ja eigentlich ein natürliches Bedürfnis, hier zu gucken, was sind denn eigentlich die Sollzeiten? Also wie viel habe ich noch Budget im Projekt und was habe ich denn alles schon abgerechnet? Das kriegt man natürlich alles auch über das ERP-System raus, aber auch da wieder über verschiedene Listen und zumindest nicht auf einen schnellen Blick für mehrere Projekte. Und deshalb haben wir hier den Auftragsbestand entsprechend auch visualisiert. Also auch hier auf den ersten Blick eine langweilige Tabelle, wie das oft so ist. Aber inhaltlich natürlich ganz toll, denn ich sehe auf einen Blick jetzt, ja, so, da stehe ich beim Projekt, also so viel offene Stunden habe ich noch. Und ich sehe auch, was überzogen ist. Also hier hat einfach der Projektleiter geschlafen, vergessen, Stunden nachzuverkaufen und Leute haben schon mal was gemacht. Ja, jetzt muss man natürlich mit dem Kunden dann reden, aber für die Zukunft sehen wir dann immer schnell, wenn das hier zur Neige geht, müsste man danach verhandeln. Genauso auch bei der Abrechnung.
habe ich denn schon überhaupt abgerechnet, was ich da geleistet habe oder noch nicht? Und kann hier natürlich auch anschauen, was für Einzelaufträge in einem Projekt so drin stecken. Also sieht erstmal unspektakulär aus, aber hier reicht Power Query. Naja, ich würde nicht sagen, es reicht nicht aus. Auch das kann man als Riesentabelle machen. Aber das ist natürlich viel besser, wenn man das mit einem echten Datenmodell in Power BI macht. Denn nur dann ist es komplett dynamisch, filterbar und flexibel. Das sage ich ja in meinem zweiten Talk. Da gehe ich ja ganz tief in DAX rein. Hier eben als Überblick, also das war der Punkt, wo eben tatsächlich ein echtes Datenmodell notwendig wurde und sah dann so aus, dass wir eben Tätigkeiten, klar, also Dimensionstabellen und Inhaltstabellen, wo wir neben Zeiten auch die Abrechnung haben, einzelne Positionen des Auftrages, also Sollzeiten. Ja, deswegen wurde das Backend von dieser Auswertung dann in dem Moment eigentlich ganz neu gemacht. Also ich habe es ja dann als neue Version dann veröffentlicht. Optisch hat sich da nicht viel getan, aber inhaltlich eben das komplett neu aufgesetzt und damit eben diese Möglichkeit geschaffen, dass Leute hier verschiedene Datenquellen auch auf einen Blick haben. Und ja, ist natürlich auch super angekommen, wenn man einfach schnell nachschauen möchte, was habe ich noch für Budget? Also das war für uns besonders wichtig, denn wenn man so aus dieser informellen Organisation kam, dann war das auch eine Gewöhnung tatsächlich, strengeres Controlling dann auch umzusetzen. Dann hatten wir das Modell und als eben weiteren Schritt zu noch mehr Professionalisierung, dann kam dann eben auch DAX ins Spiel und der Wunsch nach Kennzahlen. Deswegen haben wir die Zeiten dann auch mal so analytisch betrachtet. Und wenn, nachdem wir das Modell ja nun wirklich sauber aufgesetzt haben in Power BI, waren das ja einfach nur noch zusätzliche Measures, die wir so haben. Also, und man sieht hier auch ganz gut, also in diesem Talk noch nicht so tief wie im nächsten von mir. Aber worum ging es hier? Erstmal nur Plan-Ist-Vergleich. Klar, das ist einfach. Einfach nur ein Minus. Dann aber, wie viel Prozent hat die Tätigkeit an den Gesamttätigkeiten? Das ist dann schon interessant. Also ein Measure, wo man andere Measures einfach benutzt, wobei auch hier ist durch Gesamtstunden, da ist die Besonderheit eigentlich nur, dass die Gesamtstunden eben aus einer klassischen Calculate-All-Kombination stammen. Also, dass wir bestimmte Tätigkeiten gefiltert haben. Hier interessieren nur die Faktorierbaren. Aber es stimmt nicht. Ein Oder-Filter. Um einfach die Fehler rauszukriegen. Und dann wurde das Ganze geteilt, um einfach das miteinander vergleichbar zu machen. Und dann war es auch interessant zu gucken, also wie sieht es denn über alle Mitarbeiter aus? Also wenn ich mir anschaue, ich habe im Bereich Ausbildung, habe ich eigentlich mehr gemacht als geplant war. Aber wo stehe ich denn im Vergleich zum Durchschnitt der Kollegen? Da sehe ich, ah, okay, ich bin zwar deutlich über Plan, aber ich bin gar nicht so sehr über Plan im Vergleich zu Kollegen. Kann das so ein bisschen besser einordnen. Oder auch bei den fakturierbaren Zeiten tatsächlich. Nicht ganz die 100%, aber im Vergleich zum Schnitt stehe ich immer noch ganz gut da. Und deswegen, um diese Measures dann zu kriegen, klar, da haben wir dieses Tätigkeitsmeasure dann nochmal in ein All Calculate verpackt. Und
das Ganze dann nochmal miteinander in Relation gesetzt. Und das wäre jetzt ein Thema, das in Einzelzeilen einer großen Tabelle irgendwie aufzubauen würde. Ja klar, es ist alles möglich, aber es wäre längst nicht so elegant und dynamisch erweiterbar. Und jetzt haben wir ein Modell, was robust genug ist, um einfach zu sagen, wenn sich jemand noch eine Kennzahl wünscht, die noch nicht drin ist, dann kann man das hier einfach ausrechnen und ohne da groß an irgendwelchen Tabellen zu schrauben. Also hat eine Stabilität und Sicherheit erreicht, die auch gut funktioniert. Wie gesagt, inhaltlich natürlich alles gefaked hier in der Demo. Aber so der Weg ist hier, denke ich, oder hoffe ich, klar geworden. Das war eben etwas, wo wir auch in einer überschaubaren Organisation mit Power BI einfach starten konnten. Und dadurch, dass wir bei jedem Schritt auch Mehrwert, auch greifbaren Mehrwert gezeigt haben, konnte man eben auch diese Veränderungen, diese Denkweise, ein bisschen datengetrieben zu denken, auch umsetzen. Und deswegen, ja, was war eigentlich heute so entscheidend? Also, wir haben oft gesehen, es geht mehr um Relevanz. Es waren nicht alles so die allerschönsten Grafiken da, oft auch langweilige Tabellen. Aber es ist wichtig, eben das zu zeigen, was inhaltlich sofort ankommt, wo man nicht über die Form redet, sondern über die Daten. Und hier meine Lieblingsfolie natürlich, damit wir nicht vergessen mit Power BI. Also warum machen wir denn das? Weil es gibt eben immer noch viele Unternehmen, natürlich besonders kleine, die dann mit einfach Bauchgefühlentscheidungen, mit ja so suboptimalen Reports vom Steuerberater, mit eigenen Excel-Konstruktionen sich behelfen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich große Unternehmen mit großen ERP-Lösungen, wo eben BI drin ist, aber relativ komplex. Und das ist auch nicht nur die Unterscheidung zwischen großen Unternehmen und kleinen Unternehmen, denn auch eine Abteilung eines großen Unternehmens kann sich da hier auf der linken Seite wiederfinden. Denn bevor man da ein Ticket einstellt an die interne IT, damit dem SAP irgendeine Auswertung angepasst wird in einem halben Jahr, und dann auch vielleicht nicht so, wie man es will, dann schafft man sich eher noch eine Schatten-IT mit Excel an. Und Power BI oder generell agile BI-Systeme ist eben etwas, was diese Kurve, wo man sich quasi entscheiden muss zwischen schnell und einfach und groß und komplex, dann eben das abflacht. Und es schafft eben mit kleinen Schritten, mit jedem Schritt Mehrwert zu generieren. Und dann wird man natürlich ja irgendwann, wenn man in Azure Analytics einsteigt und so, man noch besser sein als Big ERP. Aber zumindest so ranführen, ohne dann sofort Leute zu verschrecken mit riesigen Projekten. Also das ist auch ein ganz wichtiger Teil eben von meiner Philosophie, weil wir dürfen auch nicht vergessen, also ihr könnt überlegen, wo ihr so eure Firma seht oder Kunden, denen ihr begegnet. Bei mir ist das tatsächlich in dieser Pyramide so, dass die meisten sich hier irgendwie auf der Ebene 2 bewegen und es ist eigentlich meine Aufgabe, Leute so in die 2 oder in die 3 zu bringen. 4 ist schon toll, aber da muss man schon noch mehr datengetrieben denken, bevor man das angeht. Deswegen finde ich, man darf nicht vergessen, dass auf Kongressen eben immer hier drauf geschaut wird und gezeigt. Aber die Lebensrealität, da geht es darum, hier Stabilität reinzukriegen. Und das bin ich auch fest von überzeugt, wer das heute nicht macht und mit individuellen Excel-Lösungen weitermacht, der wird auch dann den Anschluss verpassen, wenn
irgendwann das Thema KI und das Thema Datenanalyse einfach essentiell sein wird. Und wir haben ja heute eben auch in dem ersten Vortrag gesehen, wie einfach doch KI als Werkzeug nutzbar ist. Aber dafür muss man Struktur in Daten haben. Und wenn man heute noch Insellösungen hat hier, dann wird man einfach den Anschluss verpassen. So, ja, genau in diesem Sinne. Ich bin jetzt ein bisschen vor der Zeit fertig geworden. Ja, konnte man nicht so planen, aber bin natürlich offen für mögliche Fragen. Ich Genau. auch Also schon. wir haben auch tatsächlich Fragen. Ich kann sie dir ja mal vorlesen. Und zwar haben wir eine Frage, und zwar, wie läuft denn die Datenanbindung? Werden die Zeiten in einer Datenbank vorgehalten? Ja, also das ist so, dass ich in diesem Bericht, da verwende ich ausschließlich Web-API-Quellen. Ich zeige es mal kurz, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, damit es ein bisschen greifbarer wird. Also das sind alles letztendlich Web-API-Quellen, die aber auf unsere eigene Cloud-Software zeigen. Also natürlich haben wir da andere Voraussetzungen jetzt dadurch, dass wir eben unsere eigene Software in der Cloud haben und auch eine App zur Erfassung. Da mag es jetzt einfacher sein, das Thema überhaupt anzugehen, anstatt wenn man dann ganz neu sich ein System anschaffen muss. Aber das sind alles Webdatenquellen, tatsächlich auch egal, ob das Excel ist, was bei uns einfach im DMS liegt, oder ob das echte Tabellen aus der Datenbank sind. Aber wir arbeiten nur mit APIs und nicht mit SQL direkt abfragen. Das ist aber einfach eine Designentscheidung. Das ginge natürlich auch mit SQL in anderen Systemen. Ja, das war so unsere Frage, die wir jetzt hatten. Ich habe natürlich auch noch eine Frage. Wie sieht es aus mit den Unterlagen im Nachhinein? Kriegen wir deine PowerPoint-Präsentation und eine Demo-PBX Ja, oder? klar, gerne, gerne. Kann ich hier alles bereitstellen? Wie gesagt, die Daten sind hier nicht kritisch. Und ja, habe ich auch bei anderen Talks so gemacht. Dann schicke ich das dir einfach, oder? Genau, So einfach nur Links. wir sammeln das und. Genau, stellen das dann online. Sonst noch irgendwelche Fragen aus der Runde? Sonst würde ich sagen, würden wir einfach 5 Minuten früher in die Mittagspause gehen und würden dann wieder um 13 Uhr starten. Ich würde sagen, wir warten noch kurz 1 Minute, falls noch jemand eine Frage hat. Ja, klar. Sonst bist du ja im Anschluss auch wahrscheinlich noch Ja, erreichbar. also ich schaue mir das auch an um 13 Uhr und dann bin ja wieder ich selber dran danach. Genau. Genau, das ist schon Laster. Freue ich mich auch drauf. Sicher interessant. Ja, es wird auch ein spannendes Thema, glaube ich. Also für alle, die sich noch nicht registriert haben für die Session, wie gesagt, gerne nochmal auf die PowerBIDays.com-Seite gehen, auf das Hamburg-Event. Da gibt es einen Registrierungslink. Sich gerne nochmal eintragen. Genau, hier kommt noch eine Frage. Wie teilen Sie den Report Service Workspace? Ja, also das muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen wegen Datenschutz. Wenn ich Ja, jetzt du hier in die kannst das Works, theoretisch. aber eigentlich ganz klassisch, ich zeige nicht zu viel. Das wird Aber wahrscheinlich über eine App geteilt werden, oder? Wenn du das der ganzen ja, Firma also das ist zustellst. einfach das ganz klassische BI-Portal. Das brauchen natürlich alle Pro-Lizenzen, klar, weil Genau. sonst Außer du könnte ich hast es nicht Premium. sehen. Nee, kein Premium. Also Nee, außer wir du hast benutzen. Premium. Dann geht das. Dann kannst du natürlich so gucken. Ja, genau, aber nee, wir haben da nur Pro und zum Beispiel das Controlling, das ist direkt auf der ersten Seite natürlich. Nur hier bin ich noch ein bisschen vorsichtig wegen Datenschutz. Aber das ist im Portal und das ist in einem der zahlreichen Workspaces, die wir so haben, hier geteilt, was dann alle Kollegen sehen, also auch aus Teams heraus. Aber die meisten gehen dann tatsächlich inzwischen direkt ins Portal oder in die App, weil die ist nicht wirklich mobile optimiert. Ich gucke es mir halt aber trotzdem auf dem größeren Smartphone oder Tablet auch an. Ja, ist ein bisschen angenehmer für die Augen, ne? Und wir haben noch eine Frage. Kann man auch Fortbildungen, Portfolios damit generieren für Mitarbeiter?
Bildungen in. Ach so, ich verstehe nicht ganz die Frage. Fortbildung, Portfolios, Also ich denke damit mal, vielleicht den AI Punkt, lernen oder. vielleicht den Punkt Fortbildung mit aufnehmen. Also das wäre schön, wenn wir die Frage nochmal erklärt kriegen könnten. Ja, also ich würde sie gerne beantworten. Also ob das jetzt eher in die Richtung geht, Fortbildungen zu planen für die Mitarbeiter, quasi als Ziel, Ja, vielleicht als oder Vorkarte. ob jetzt explizit das Thema nach Power BI Fortbildungen gefragt wurde, weil an sich ganz klar, Weiterbildung ist eins der Ziele. Das wird auch jährlich geplant, dass da ein Also ich, gewisses Budget dafür da ist. also Aber wenn es eher, nur darum geht. eher so als Nachweis, Doku aller Fortbildung. Ah, quasi, dass man das dann halt einfach mit aufnimmt, wahrscheinlich als extra Entität oder dergleichen. Ja, das ist klar. Es ist eins der Ziele, die man so hat. Und zwar auch nicht so knapp in dem Bericht. Also ist durchaus ein relevantes Thema. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein, die Entität noch mit einzufügen, oder? Nein, wenn entsprechende Daten da sind, nein. Also ich bin da jetzt noch ein bisschen schwammig, weil es immer noch nicht ganz konkret greifbar für mich, was genau gewünscht ist. Ich denke, es ist damit gemeint, wenn du zum Beispiel bei nicht faktorierbar drinne stehen hast und Fortbildung, dass dann da vielleicht die einzelnen Fortbildungen drunter stehen. Weißt du, zum Beispiel, ich war Ah jetzt auf ja, einer klar, okay. App-Session Das, Fortbildung. Was? genau, das haben wir ja eigentlich schon. Hier theoretisch. Das wird jetzt natürlich nicht so sprechend. Wenn ich jetzt hier auf Weiterbildung gehe als Projekt, dann sehe ich ja hier die Einzeleinträge. Die stammen hier eben aus der Zeiterfassung. Und dann steht hier ja, Crosslink, das ist ein Partner von uns, den darf ich nennen. Und eben andere Firmen, wo wir gearbeitet haben, also sieht man schon, was genau passiert ist. Ja. Ja, also die Frage ging auch noch Genau, weiter. Demikurs. Wir haben hier dennoch, wir führen das als Word derzeit. Digital über App wäre natürlich besser, aber man kann es ja natürlich auch als Power-App anbinden, die Zeiten eintragen und was denn Ganz da, klar. Wir also. hätten gesehen, wie einfach das ist und Ja. hätten wir nicht schon eigenes System, was wir dann natürlich auch nutzen, weil wir es auch verkaufen. Dann hätte ich es definitiv mit einer Power-App gemacht. Genau, also das passt ja eigentlich super, ne, weil wir hatten ja in der ersten Session jetzt Christophs Power-App, da hat man ja gesehen, wie schnell man so eine App bauen kann. Und da könnte man Ja. ja theoretisch durch die Entitäten, könnte man das ja verknüpfen und dann mit dem Power BI Report quasi, ja, Ja, verknüpfen. klar. Also das ist gerade die Webdatenquellen, das ist keine Direct Query, das ist einfach nur Import. Also man kann sich noch zusätzliche Datenquellen weiterhin hinzuziehen. Ja, super. Gut, ich würde sagen, wir haben, jetzt sind wir auch bei 45 angekommen. Wir haben alle Fragen beantwortet. Und ich würde sagen, dann verabschiede ich erstmal alle in die Mittagspausen, die wohlverdiente. Und wir sehen uns dann um 13 Uhr pünktlich wieder zu der Session von Lars. Wird auch sehr spannend. Genau. Dementsprechend wünsche ich guten Hunger und wir sehen uns dann hoffentlich alle gleich wieder. Gut, bis dann. Bis gleich. Ciao.